News zum ETS-2 mit dem, ich weiß gar nicht, wer steht hinter mir? Headhunter. Ja. Und ganz hinten dann Nym. Moin Moin. Oh, wir sind inzwischen in Leipzig angekommen. Glaube ich, oder? War Leipzig. Ja, war Leipzig. Und machen uns jetzt auf den Weg nach Dänemark über Berlin und Rostock. Dann starten wir mal. Ich weiß gar nicht, ist die Ampel gerade grün? Ich möchte nicht, dass einer von euch dann in die rote Ampel reinfällt. Ampel ist gerade grün. Ich stehe links neben der Ampel. Ja, ich mein Gas. Fahrt langsam über den Bordstein. Ich glaube, das ist nicht so. Einer kann mal vorbeiziehen, oder? Weil hier kannst du noch ein bisschen vorfahren, wenn du willst. Ja, Ampel wird rot. Ich meine nur, ob vielleicht hat Herr Chris mal vorfahren möchte. Ah, er hat sich gerade angeboten. Ich biete mich mal an. Eigentlich möchte ich nicht mal reingucken bei dir. Ja, schön. Ich hatte mal weiter. Hast du bloß einen Korb voll Dreck der Wäsche drin? Ja, aber schon lange nicht mehr Magdeburg. Genau. So. Ich sag dir, wenn grün wird. Ich sehe die Ampel. Ah, okay. Der ist V8 gegen 57. Nein, nein, es war nur Halbgas. Aber ist das beim Volvo, ist das doch auch ein V8 Motor, oder? Ja. Zumindest der 750. Magdeburg nach rechts. Yep. Könnten wir fast unsere Wäsche gut reinschmeißen, aber wäre wieder ein kleiner Umweg. Mal nach dem Rechten gucken in der Firma. Ja. Wo ich gerade reingeguckt habe, minus 790 Euro. Nicht gut. Naja, war TÜV-Tag und dennoch Inspektion, kostet ja alles Geld, ne? Das ist bei 10 LKW. Ja, mit den Beinen. Mit dem ich hier fahre, habe ich nur 3 und 2 Angestellte. Ja, also ich habe jetzt noch 9 Angestellte und ich halt noch. So. Bloß ich halt bloß 9 LKWs habe und ein Scout. Ein Rechtslenker-Scout, muss ich dazu betonen. Den hast du ja auch nur wegen, wenn die Denkzeit voll ist, dass du einen anderen Fahrer hinbringen kannst, ne? Aber der Scout verdient auch Geld, ne? Der verdient auch Geld, also er nimmt sich an sich so nicht viel. Mhm. Aber es hängt halt auch immer vom Fahrer ab im Endeffekt, ne? Ja. Man kann mal sehen, wenn die vom Level her alle gleich sind, wie sich das dann das Verhältnis nimmt. Ah, das dauert aber noch ein bisschen. Gut, wir haben jetzt in Real Lifetime 2 Tage kein LKW bewegt, weil wir auf einer LKW-Messe waren. Ja, genau. Wir haben uns das neue Scania-Modell angeguckt. Scania ist. Genau. Das wird noch einiges aufarbeiten, gerade was die Buchhaltung angeht, weil noch beim alten Stand von noch 974 Euro. Ja, das bergab, er springt da an. Er hält eisern die 85. Na, ich fahre 78, also er kämpft ein bisschen. Du hast gar keinen Retarder, ne? Nein, leider nicht. Guck mal, eigentlich habe ich ja die Methode. Eigentlich kann ich das mal updaten. Wollte ich gerade sagen, 750er Motor und doch kein Retarder eingebaut.
Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube sogar ab 12 Tonnen ist ein Retarder Pflicht. Ja. Ich muss nur mit Volvo-Vorstand sprechen. Ich muss sein, dass du nicht mehr so weit kannst. Ja. Ich bin mir wahrscheinlich irgendwas Altes gefahren. Kann nicht sein. Kilometer vorher auf 0 Liter. Ich bin mit 1.95. 1.595. Oh, und schon 95.000 Kilometer wollte ich sagen, das ist eine ganz Weile gefahren. Bei meiner ist jetzt bei 15.650. 15.550. Aber noch 10.000 Kilometer mehr, dann ist er genauso viel gefahren wie der Scania R. Jetzt eine Angestellte fährt. Ja. Sprich, wenn wir hier 25.000 haben, haben wir ja gerade mal 50.000 Kilometer im Game gemacht. War alles über Ferntouren an sich, ne? Also war relativ wenig Kurzstrecke. Aber da kommt dann nochmal einmal 1.000 oder knapp 2.000 Kilometer zu, diese MAN-Geschichte von Stockholm nach Frankreich runter. Mercedes sind wir ja auch am Anfang gefahren. Ja, stimmt. Aber, ne? Getreu dem Motto, Sterne gehören an Himmel. Dann aber nicht gerade. Italer greift. Wir fahren gerade aus. Es wird langsam dunkel. Ja. Auch fast 19 Uhr, ne? 18.46 Uhr. Nee, du bist weg bei mir. Oh, ja, du bei mir auch gerade. Ich sollte gerade noch so ausweichen nach rechts. Sorry. Ich weiß nicht, was los ist. Er ist liegt am Multiplayer. Daher ist da auch immer gut, ein paar LKW-Längen Abstand zu lassen. Hat mir doch auch gerade die Fracht gerettet. Also ich habe schon 3% Schaden an der Fracht. Um genau zu nehmen, 2%. 2 Drittel. Bleib in der Mitte, wir können direkt dann rein. Einmal rechts, am Fragezeichen gedreht und wieder zurück. Doch krass, ne? Wir waren schon in Berlin und haben das Fragezeichen nicht aufgedeckt, also. Ja, das war ja diese Tutorial-Fahrt quasi. Genau. Dann fahren wir da einmal schön im Kreis, haben wir alles aufgedeckt und dann geht's weiter. Ja, er schickt mich auf derselben Spur nach Berlin rein und wieder raus. Bei mir auch. Da kommen wir ja auch, eigentlich. Oh, ist gut, dass wir runterfahren. Da fahren gerade richtig viele rauf. Aber halt nicht in unsere Richtung. Auch sie zumindest. Ein bisschen schade, dass keine KI da sind, oder? Ja, habe ich auch schon gesagt. Weil manchmal ist einfach zu leer. Aber ich denke mal, mit KI hättest du da arge Probleme, denke ich mal, teilweise. Ja, mega unfair. Staus. Bei einer unserer ersten Touren, da war gefühlt die Hälfte des Servers auf einer Straße. Ja. Das war richtig heftig. Also, schwitzige Finger. Ich muss sagen, es macht eigentlich viel mehr Spaß zur Medikation. Hier die ganze Zeit nur durch die Gegend zu fahren und irgendwelche KI zu sehen. Ja, aber wenn man sich schon mehr Bock, man sich schön unterhalten kann. Ich sag, wenn du noch Leute triffst, die halt auch diese STVO-Geschichte beachten, oder zumindest einigermaßen beachten, ja, dann bockt das schon. Man fährt mal rechts mal alle Autos rum, ne? Ich fahr jetzt rechts und dann links und wieder links. Wobei ich beide Fahrzeuge noch.
Das sind zwei Fragezeichen. Das andere ist der Händler. Den haben wir doch schon. Den haben wir ja schon. Brauchst du den auch noch, ja? Ja. Dann fahren wir eine 8. Hinten kommt einer. Ja, deine Hupe geht. Linke und er lässt nicht rein. Das ist schon mal gut. Ich bin sogar nicht. Das war ja ich. Du warst das. Ja, ja. Hast du das Gift Grün nicht gesehen im Spiegel? Irgendwie nicht. Hat Scheibe gefangen gehabt, ich war geblendet. War irritiert. Also, ne, da vorne ist die Kreuzung. Also fahren wir jetzt quasi links, rechts. Also wir können jetzt gar nicht links fahren. So, es geht unten drunter durch, okay. Ja, jetzt fahren wir jetzt ganz geradeaus bis zum Händler und dann wieder links. Rot. Rot. Rote Ampel. Ja, dann haben wir es doch. Das war auch ordentlich was los, ich gerade gucke, meine Herren. Ja, am Händler ist immer viel los. Wo die Tuning-Werkstatt ist. Wolltest du dein Volvo eben gleich noch pimpen, oder was? Nö. Aber man sagt ja auch immer so, spare in der Zeit, so hast du in der Not. Ja, wer weiß, was kommt, ne? Einmal eine Steuerprüfung. Wenn ich dann beschleunigen will, dann das 500 Liter auf den Straßen. Das bringt der große Motor. Wir konnten ja, glaube ich, auch schon die 600er einbauen, ne? Ja. Aber wir haben uns dagegen entschieden. Ich hoffe, du hast den Händler denn aufgedeckt, wenn wir hier links abbiegen. Ja, ja, sonst fahren wir geradeaus durch. Ich glaube, wir müssen geradeaus durchfahren, denn links, links, rechts. Oh, da springt gerade einer über den Zaun. Müsst ihr euch mal angucken, wie der da hängt. Wir fahren geradeaus, ne? Ja. Ja. Ja, ich muss hier vorbei. Hör ich das mal an? Jetzt ist er auch. Nein. Der hat's geschafft. Ja, der hat Gas und Bremse verwechselt, glaube ich. Und da drüben steht ein Falschfahrer. Ey, da kommt ein Auto. Ein pinkes Auto. Voll drüber gefahren, ne? Also mit den Autos, da ist immer sehr viel Vorsicht geboten. Du kannst alles machen, hub die bloß niemals an. Die sind immer irgendwie auf Krawall gebürstet. Das sollte ich doch bald mal ausprobieren. So, kannst du mal grün werden, Ampel? Yeah. Hier neben uns steht auch einer links. Nee, yeah, der falsch war nicht. Und hinter mir steht auch einer, aber der wartet ganz geduldig. Geht weiter. Sieh an. Schon ein bisschen, obwohl, was waren das? 22 Tonnen, ne? 17 Tonnen. 17, ja. Ich hab mehr gemacht. Wie, du hast mehr gemacht als das Gleiche? Ja, voll. Wie er wegzieht. Ich will dir sagen, Moment, das ist Dania halt, ne? Das ist ganz besonders halt. Was will der jetzt? Der will umdrehen. Bleib dran, zieh dran. Ja, muss er jetzt warten. Kommt einer mit Lichthupe und Hupe und schnell durch hier. Aber er will sich warm legal. Alter. Und nun steht er auf der Kreuzung von unten vorne. Ja. Weil wieder einer ohne Auflieger an die Nagel kam, wie du bist. Oh, jetzt kommen wir schon wieder nicht zum Arbeitsamt. Wie kommen wir denn hier zum Arbeitsamt? Also fahren vor, jetzt nochmal links, links, genau. Weg. Also dann haben wir ja ganz Berlin aufgedeckt. Da haben wir jede Straße mitgenommen. Ja,
Ja, du kannst dann rüber fahren. Aber du blockierst beide Fuhren, die Fahrbahn. Könnt ihr euch einmal 50 an. Also Berlin ist aber eine Schiedsstadt. Wenn's eilig hat, schon, ja. Naja, jetzt kommt ja immer noch Rostock. Aber ich glaube, Rostock, da gibt's keine Fragezeichen mehr. Nee. Wieder an den Chaoten oben lang hier. Ja, aber ich sehe es diesmal cool. Komm, zieh um. Zieh, zieh. Ah, verdammt. Ich hab's doch bei Gelb geschafft. Also aber doch kurz vorher auf Rot umgeschalten. Ach, verdammt. Und grün, grüne Welle. Ja. Ja, aber. Also ich durfte gerade 350 bezahlen. Gegenverkehr, aber die stehen. Na dann los. Da rast einen durch. Oh, das Auto hupt schon. Kein gutes Omen. Ja, Achtung, hinter dir ist irgendwie ein verrückter Fahrer. Mhm. Nimm, bist du noch da? Ja. Hold to speak. Musst du bloß gerade den auf der Gegenfahrbahn vorbeilassen. Ja, ja. Ah, hier, der hier fährt zur Arbeitsagentur. Na, da gehört er auch hin, so wie der fährt. Quasi der hinter euch ist, das bin halt in dem Fall nicht ich. Ah, ne, wir sehen nicht, aber dann gucken wir da. Und rot. Ja, so eine Tour zieht sich ganz schön hin, gerade wenn man dann auch wie wir gerade aufnimmt. Ja. Na, was haben wir denn bei überhaupt? Bei 2 Stunden, ne, für die erste. Das kam mir gefühlt bei weitem nicht so lange vor. Nee. Also ich hätte gesagt, so gefühlt ja im Höchstfall 1 Stunde. Aber es waren halt mal doch 2. Von links kommt einer vorbeigerast. Was machen die denn? Gleich Polizei rausziehen. Führerschein nicht. Vor allem, das sind ja die, die auch am meisten meckern, wenn es einen Crash gibt auf einmal. Von rechts kommt einer, sieht ziemlich schnell aus. Ja. Der hält bestimmt nicht an. Nee, nee. Tut auch nicht. Boah, Crash. Auch jetzt hat er angehalten. Aber das Fragezeichen. Das sieht gerade in den Kopf wahrscheinlich, ne? Das glaube ich auch. Was mache ich hier eigentlich? Nein, jetzt bin ich mal vorher gefahren. Der hat gerade überlegt, was er für ein Spiel spielt, ob das jetzt hier Need for Speed ist oder ob das ETS ist. Da kommt wieder einer. Ah! Grün! Durch die aufs Auto gefahren. Da steht ein rotes Auto auf der rechten. Versuch mal links dran vorbeizukommen. Warte, nehm dir einer, nehm dir einer. Für einen Arsch, Achtung! Oh, jetzt ist er mir hinten rein. 15% Schaden. Leute, ey. Warte mal, ich hab 1% Schaden Anhänger und 2% Fliegenmaschine. 9% Hänger, der ist mir voll reingeknallt. Oh, Achtung, Auto. Oh, auch voll reingefahren, hey. Was ein Arsch. Boah, 9% und 9%. Mann. Was macht denn der? Ey. Ja, das sind alles. Können die in Berlin nicht fahren? Achtung, der hat auch schon 13% Maschinenschaden. Oh, der schneidet mich auch voll. Ich habe 10 Maschine und 9 Auflieger. Oh je. Ich 15 Maschine und 15. Ja. Ja. Der auf oh, dann geht man gab's einen Unfall. Der ist auch nicht ganz sauber. Da vorne kommt die Autobahn. Ja. Eigentlich. Hoffentlich. Ja, das ist noch gar nichts, ey. Fahr mal nach Luxemburg oder Amsterdam. Hölle. Das sind das ja. Das sind halt Holländer. Oder gleichgesinnte Holländer. Also, ich tu nicht viel Geld verdienen hier heute. Das bringt mir nichts. Bisschen schade.
Ja, ich meine, das Geld ist mir jetzt nicht ganz so wichtig, weil meine Mitarbeiter eigentlich immer ganz gut verdienen, aber die EP-Punkte. Ärgerlich ist es in jedem Fall. Fred kommt ein Auto. Ja, der Weiße, der hat sich eigentlich dran gedacht. Oh, hier Pilot. So, nee, jetzt bremst er. Naja, ihr nehmt das ja auch, was er hier macht. Ja, alles auf der Rechtkante. Er hat ja unglaublich diszipliniert. Ja, vielleicht setzt er sich jetzt hinter uns als Absperrauto. Safety Car. Oder er überlegt sich, wie er zuerst wegrannt. Ja, oder das. Oder wie er mit einem Manöver uns alle drei die Tour versaut. Ja, das überlegt er, wie er das am besten macht jetzt, genau. Ach hier, und mit dem Auto, mit dem kannst du mit 210, war mein schnellstes. Macht richtig Laune. Kommt doch ein Auto? Da kommt gerade einer mit 210. Ja, das war der vorhin ins Gecrashed hat. Und jetzt ist er fast abgeschmiert. Mit 210. Und das Doofe ist halt, die Autos haben Fahrverhalten wie ein LKW, ne? Also. Ah, Motorfehlfunktion. Nein, der Motor ist aus. Blinkt mal links, weil hinter mir kommt auch einer. Er läuft schon wieder. Ich, weil ich bin neben dir. Ich bin ja, neben dir. Ich hab's gesehen. Ich rein kann, sag mal Bescheid. Da kommt ein Nein, Knall. Oh, oh, oh. So. Sauber überholen und dann über untereinander. Halt nicht fest. Wir sind auf der Mitte. Achtung, das Auto kommt. Ja, wo ich verunglückt bin, außer. Ja. Oh, was ist da bei euch hinten los? Wir schützen dich. Ich brauch da nicht mehr schützen, meine Tour ist eh kaputt. Dann, er hat am wenigsten Schaden, das sollte noch kommen. Wobei der ja vernünftig gefahren ist, muss man ja mal dazu sagen. Oh, hier unten rechts dreht einer auf die Wiese. Das ist halt eine Intelligenz. Oh! Ah! Fuck, Alter! Seid ihr noch da, oder? Sicher, aber ich glaube, hinter uns gab es einen Unfall. Mach mal langsamer vorne. Oh, der Pilot ist voll vor mir rübergezogen. Ich hatte keine andere Wahl. Voll reingerauscht. Stehst du oder fährst du noch? Der kriegt jetzt eine Martinson hier. Der kriegt. Ist das der No-Name? Kannst du ja auch reporten. So Tab drücken, dann auf diesen No-Name klicken, so heißt er ja glaube ich, und dann nach unten auf Report und dann... Ja, ich glaube, das ist ein Fahranfänger. Blocking, Rumming, so scheißegal. Da ist er. Aber ich hab ihn nicht drin. Doch, da ist er. No-Name. Also jetzt war's das bei mir auch mit... Report. Dann meld, reporte den gleich. 36 Zugmaschinenschaden, 14 Aufgaben. Den Kilo kann man auch reporten, der Fehler auf dem selben. Dran. Oh, ich bin auch fertig mit Report. Ja, Dito. Hey, wir beschleunigen, ja. Ah ja, 85. Ja, bin neben euch. Hinter mir ist auch irgendwann. Der Pilot kommt wieder. Kann man den nicht mal ausbremsen? Fahren wir neben ja, der ärgert uns jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit. Ja, drei Spuren, drei Autos. Blockieren wir. Jetzt kommt der Abstandstreifen. Sein Auto dann. Ja, ja. Aber wie gesagt, die schießen sich ja ihr Geld und fertig, ne? Aber ich hab ja mal gehört, Cheater haben kurzen Schnicki.
hoffen wir mal einfach, dass er uns das hier noch zu Ende bringen lässt in Ruhe. Weil Rostock ja auch nicht mehr weit weg sein dürfte, glaube ich, ne? Ich glaube, das kommt gleich in die Map. Meinst du? Ja. So, von der Fahrzeit 25 Minuten. 570 Kilometer Rest haben wir noch, also. Und jetzt kommt wieder einer angerast. 15 und 9. Aber so macht man das halt in Russland. In Volvo. Hallo. Hat ich möchte auch gerne Volvo fahren. Ich finde ja den Volvo gar nicht mal schlecht. Auch das alte Modell, was du hast, ich finde den voll gut. Ja, der Pilot nimmt, glaube ich, wieder Anlauf. Auf jeden Fall hinten dran einer, ne? Ja, ja. Ja, Rostock ist bei mir auf der Mini. Achtung, kommt ein Raser. Wir müssen in der Mitte. Langsam. Ich muss warten, bis der vorbei ist. Die Mitte ist blockiert. Der Orloff. Müssen wir Rostock überhaupt aufdecken? Können wir nicht dran vorbei? Nee. Wir fahren vorbei. Wir fahren dran vorbei. Da war ja kein Fragezeichen, nichts. Das ist nicht. Aber in der nächsten Stadt würde ich gerne eine Werkstatt aussuchen, weil mein Auto geht andauernd aus. Ja, dann sollten wir doch Rostock drauf. Nee, Rostock geht da war ich 1000 Mal. Können wir ja dann dieses Gdansk, wie das heißt, nee, Quatsch, Gdansk vor Polen. Naja, nach Rostock halt, dann haben wir die Ferien. Ja, genau, wo ich das immer mit Geber ausgerüstet. Ich brauche zum Reparieren erstmal Geld von meiner Angestellten. Darum ja nach der Fähre. Das würde nicht reichen, was ich hier habe. Aber klar, halt LKW gut. Aber ich habe noch keinen Motorbild mehr. Aber ich schon zweimal. Nervig. Vor allem das erste Mal, als ich das hatte, dachte ich, das ist jetzt gut. Ich kann auch nicht machen. Ich hab gar nicht gemerkt, dass er ausgegangen ist. Ja, warum fährt der nicht mehr? Richie? Also Autobahn Ende. Ich geh mal auf 80. Ich geh doch 85. Also die Fähre müsste dann auch gleich kommen. Da machen wir dann quasi unsere letzte Rast und dann. Ja, wir haben wir den Schlussspurt quasi. Wir schlafen auf der Fähre und. Ja, doch, so lange ist die Fahrt. Schlafen lohnt höchstens für ein Nickerchen. Nee, das ist bloß 45 Minuten oder so. So, ein schöner Sonnenuntergang. Hier vorne geht's relativ hart rechts, oh, dann gleich eine Schlafe. Was ist hier los? Ampel rot. Ja, rechts oder rot. Wir müssen rechts rum. Geht nur rechts. So, ich stehe an der Ampel. Ich bin leider bei Rot gefahren. Ich warte beim Fährhafen auf euch. Jo. Ja, die Sonne hat mich so geblendet, habe ich das Rot nicht gesehen. Das ist ein Bekannten von mir mal passiert und hinter ihm war die Polizei. Die haben es nicht gelaufen. Doch, doch, die hatten dasselbe Problem. Das war in der Stadt bekannt, dass die Ampel war. Niedrigen Sonnenstand halt aber jetzt hast du das auch mal gesehen, wenn du ein Auto siehst, bloß nicht anhupen, hoffen, dass er nur friedlich vorbeifährt. Ja. Weil ich dort Geld verdienen könnte ich halt mit den Autos nicht. Nee, die einzige Sache ist nicht schön. Mehr oder weniger, ja. Das ist halt die LKW-Fahrer immer so offen. Oder Admin, ne? Aber ich finde Admin leider viel zu wenig. Da kommen noch zwei hinter uns. Einen sehe ich, den anderen nicht.
beim Fährhafen musst du am besten eine kleine Ehrenrunde drehen, weil sonst dein Trailer außerhalb der Kollisionsarea ist und dann knallt dir da einer drauf. Okay. Aber wir parken jetzt ja sowieso erstmal und warten auf die Fähre. Die denken jetzt bestimmt auch, ey. Was jetzt? Da fährt halt einer voll durch. Reicht das bei mir hinten? So. Ich hoffe mal. Hier links ist genug Platz. Das sieht gut aus. Schade, dass man nicht weiter rausscrollen kann. Ja, ne? Ja, jetzt haben wir die Fähre echt verpasst. Müssen wir warten. So. Machen wir mal einen schönen Screenshot. Ich stehe aber ein bisschen hässlich da. Muss nochmal korrigieren. Sehr schön da. So, aber ich hätte gesagt, wir machen dann hier unsere letzte kleine Pause, bevor es dann rübergeht für den Schlussspurt. Ich hab's gleich. Oh, für die letzten 494 Kilometer. Du bist auch wie ein steifes Brett in deinem Auto drin. Ja, du auch. Lass mal sehen. Gut, dann bis zur Schlussetappe, würde ich mal sagen. Ja, dann, tschüss. Wir sehen uns gleich an der Pommesbude. Ja. Ich weiß eine Runde. Bis dann. Ciao.